Servus Freunde, ein paar Kommentare habe ich in meinen letzten Videos gelesen, da stand immer drin, ach du hast es ja gut, du wohnst an so einem schönen See, da ist es ja easy solche Bilder zu machen. Das möchte ich jetzt entkräften, denn ich stehe jetzt hier direkt neben dem Flughafen beim erstbesten Tümpel oder Weiher und versuche auch hier mal ein Bild zu machen. Ja? Ich befinde mich hier am Flughafen München, also Landkreis Freising. Und dieser Weiher ist etwas, vielleicht 3-4 Kilometer nördlicher von dem Flughafen. So, und jetzt bin ich hier auch an diesem Uferabschnitt gelandet und ich sage euch auch warum. Ich bin hier erstmal so ein bisschen rumgelaufen, habe zunächst geschaut, wo geht die Sonne nachher unter. Da gibt es jetzt diese hilfreiche App, die ich verwende, wo ist es denn? Die Sunscout App oder auch Fotopilz. Ich nehme jetzt einfach mal die Sunscout App daher, starte die für euch, um einfach mal zu sehen, wo geht die Sonne unter, um meinen korrekten Standpunkt hier rauszufinden. Und hier kann man sehen, wir haben jetzt 17 Uhr und um 18 Uhr wird sie da untergehen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch das Ufer weiter da hoch entlang laufen, aber mein Plan ist es, Bäume irgendwie aufzunehmen, weil ich brauche hier irgendeinen Hingucker in dem Bild. Also nicht nur, dass die Sonne da hinten untergeht, hinter dem Gebüsch, sondern hier hätte ich wirklich Bäume, hinten als Hauptmotiv, wenn man so sagen will. Ich kann das Ufer mit dem Schild hier auch ein bisschen anschneiden. Und wenn ich Glück habe, das habe ich ja letztens schon gesagt, geht die Sonne unter, der Wind lässt nach und ich habe hier so eine schöne Spiegelung von den Bäumen auf dem Wasser. Das ist jetzt der Plan, hier ein ganz normales Standardbild zu machen. Und ich mache es auch nicht jetzt, weil ich habe einfach noch eine Stunde Zeit, bis die Sonne untergeht. Ich möchte ein Foto, maximal zwei Fotos machen, die wirklich gut kommen. Die Kamera habe ich jetzt absichtlich hier hingestellt, dass ich hier kein Schilf vor der Linse habe. Also ein bisschen höher gesetzt. Werde jetzt auch mein Filtersystem vorn drauf schrauben. So, das Schöne an diesem Filtersystem ist, dass das eingebauten Polfilter drin hat. Und das wisst ihr ja bestimmt, der Polfilter dient dazu, die Reflexionen aus dem Wasser rauszunehmen. Und das mache ich jetzt, indem ich jetzt dann hier ein bisschen drehe. Hat jetzt natürlich nur eine minimale Auswirkung, weil ich eigentlich gegen die Sonne fotografiere. Aber man kann halt echt auch oft sehen, wenn man am Filter dreht, dass man sogar was hier von dem Untergrund, also hier, dass man auf den Boden gucken kann. Es gibt ja auch sogar so Polfilterbrillen für Angler. Wenn man damit ins Wasser reinguckt, kann man die Fische viel, viel klarer sehen. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Move. Aber gut, brauche ich nicht. Ich bin heute nicht zum Angeln da, ne? Ja, und da wir auch von Spiegelungen reden, mache ich es echt so, dass mein Horizont genau mittig liegt. So habe ich einfach die meisten Möglichkeiten, wenn ich das Bild im Nachhinein noch beschneiden möchte. Nachdem ich meinen Nisi-Filterhalter vorne draufgeschraubt habe aufs Objektiv, drehe ich erstmal am Polfilter, um hier diese glänzende Spiegelung oder die Reflexion hier aus dem Wasser rauszukriegen. Da bin ich einfach in der Lage, auf den Grund zu gucken. So, ich behelfe mir jetzt mal hier mit meinem Handy, um das Display kurz abzufilmen. Wenn ich hier nämlich am Filterhalter drehe, seht ihr jetzt, zack, das Wasser wird richtig weiß und hell. Wenn ich weiter drehe, wird es automatisch dunkler. Jetzt habe ich den Punkt gefunden, so passt jetzt auch mein Polfilter. Und als nächstes packe ich jetzt hier den ND1000 rein, damit ich da in der Lage bin, 3-4 Sekunden belichten zu können. Genau, den 3.0er habe ich hier, ND1000, setze ich schön vorne drauf. Hier soll man auch echt genau aufpassen, dass der bündig abschließt mit dem Objektiv, dass da irgendwie kein Licht reinfällt von vorne. Und als nächstes, Leute, drehe ich einfach die Belichtungszeit hoch, damit ich hier überhaupt was sehe. Und angenommen, ich würde jetzt wirklich auf einer F22 diesen Blendenstern zeigen wollen, auf einer ISO 100, kann ich hier schon 10 Sekunden lang belichten. Und eine Sache ist auch noch wichtig, wenn die Sonne dann fast untergegangen ist, brauche ich keinen 1000er ND-Filter mehr, dann nehme ich nur noch den 64er, weil ich muss jetzt hier nicht 15 Sekunden lang belichten. Passiert ja nichts. Hier. Der Wind ist aber fast weg. Also ich soll wieder mal recht behalten. Geil. Die Frage ist halt jetzt auch wieder, will ich meinen Verlaufsfilter? Schade, im Himmel passiert eigentlich nichts. Ne? Wird nur ein bisschen dunkler. Umso mehr Glas da davor ist, desto schlechter wird eigentlich das Bild.
stimmt aber nicht immer. Aber das hat jetzt einfach die Auswirkung, die Sonne, die jetzt einfach ein riesen weißer Ball war, ist jetzt schon viel, viel kleiner geworden und nähert sich eigentlich dem Sonnen- oder Blendenstern im Wasser an. Gar nicht so verkehrt, der Move. Ja, aber ich warte noch ein bisschen, bis die ganz untergeht. Es kommt wieder Wind auf, also ist mein Geduldsspiel ist das hier im Wasser. Und hier außenrum sind auch nur Angler. Ziemlich ruhig, bis auf die startenden und landenden Flugzeuge hier in der unmittelbaren Umgebung. Ja, und Bäume spiegeln sich ein bisschen im Wasser. Schöner sind natürlich, wenn man so einzelne freistehende Bäume hat. Die habe ich auch schon mal fotografiert. Und zum anderen Weiher, die waren deutlich schöner. Die hier sind viel zu dicht beieinander. Aber wer nicht wagt, nicht gewinnt. Ja, 5 Sekunden ist schon ganz gut jetzt. Das Bild wird langsam. Also man sieht, es dauert halt einfach, bis ein gescheites Bild zustande kommt. Ja, die Lichtverhältnisse sind einfach alles in jedem Bild. Und jetzt kann man so richtig mitverfolgen mit der untergehenden Sonne, dass ich jetzt endlich auch eine Farbe hier in dem Bild bekomme. Ja, umso tiefer die steht, umso weicher wird das Licht, umso rötlicher wird das Licht. Und ich sehe jetzt tatsächlich auch eine leichte Färbung in meinem Foto. Ja, jetzt brauche ich immer noch ein bisschen Geduld. Und wenn die Sonne jetzt die Baumspitzen da hinten passiert hat, brauche ich auch keine F22 mehr. Da kommt auch kein Blendenstern mehr zustande, weil dann ist die Sonne eh weg. Ich bin auch echt immer ganz froh und dankbar, wenn ich mich auf die Suche machen kann, um neue Spots zu entdecken. Auch wenn es nur so ein kleiner Pupsweiher ist. Ja, aber das Bild hat so wahrscheinlich auch noch keiner gemacht. Und ich muss mir eben selber Gedanken dazu machen. Das finde ich immer ganz, ganz gut. Das gefällt mir. So als Tipp kann ich euch mitgeben, wenn ihr auch so einen Weiher findet oder nach dem sucht, schaut, dass der Weiher in Richtung Sonnenaufgang ausgerichtet ist, also die Baumformation oder Richtung Sonnenuntergang. Und wenn ihr einen Weiher findet mit einzeln, also einzelstehenden Bäumen, die alle in einer Linie sind, das wird auf jeden Fall ein garant gutes Foto, wenn ihr es richtig anstellt. Hier separiert sich nichts, aber ich habe diese Formation und durch diese Bildaufteilung genau in der Mitte habe ich einfach eine coole Spiegelung. Kann ich mit leben. Ganz ehrlich. So, jetzt probiere ich es nochmal hier auf F11 mit 8 Sekunden Belichtungszeit. Los geht's. Ganz komisch, ne? Die Anzeige leuchtet jetzt hier die ganze Zeit, wenn ich Fotos mache. Das habe ich jetzt auch erst seit neuestem. Nach dem Update ist das irgendwie jetzt so. Na, geht doch. Also jetzt ist es endlich soweit. Sonne ist untergegangen und ich habe jetzt diese rötliche Färbung vorne in dem See. Mei, das ist jetzt schön. Also, was lernen wir daraus? Man kann auch einen nicht so schönen Ort auch einigermaßen gut in Szene setzen, wenn das Licht dafür einfach das Richtige ist. Ja, jetzt ist über den Baumkronen ist es rot, im See ist es rot. Jetzt musste ich natürlich auch meine Belichtungszeit oder die muss ich jetzt noch anpassen und die Blende. Ich bin jetzt mal mit dem ND-Filter hier immer noch drin und dem Verlaufsfilter oben auf einer 7er Blende, würde ich sagen. Und ja, so 10 Sekunden Belichtungszeit, das ist noch völlig okay. Bäume sind natürlich immer noch recht dunkel, aber ich habe dieses Rot drin, was mir einfach so gut gefällt, was immer ein Hingucker ist. Und es ist und bleibt eine schöne Rakete hier. Komm, jetzt machen wir das Bild. 10 Sekunden lang. Mei, ist das schön. Und da oben fliegen auch noch Flugzeuge drüber. Wie es halt so ist am Flughafen. Boom. Cool. Auf einer Skala von 0 bis 10 kriegt es jetzt mal eine 6. Aber mir reicht es. Ich habe jetzt hier rausgeholt, was ich konnte und habe meinen Spaß hier gehabt in der völligen Ruhe, bis auf die Autobahn, die hier wirklich direkt daneben ist. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem eher unspektakulären Video. Aber ich denke, viele können das nachvollziehen. Viele haben keinen Ammersee, sondern einfach nur diese Tümpel. Aber man kann was draus machen, wenn man will. Also, hier kann man ja gar nichts falsch machen. Das ist einfach nur schön hier.
Boah, ich meine noch zwei, drei Bilder. Wow, auch da drüben. Ich hätte das gedacht, dass ich sowas hier noch finde. Ich drehe gleich voll ab. Das ist doch unglaublich. Wahnsinn, was ich hier gefunden habe. Boah, leck mich doch fett, ey. Boah, einmalig. 4 Sekunden. Boom. Bam. Abgeliefert, Freunde. Bam, Alter, das ist es. Boah. Leute, ich mache mal kurz hier ein bisschen heller. Und auf ISO zigtausend. Wie mache ich denn das jetzt hier? So, Leute, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Ich bin in mein Auto eingestiegen, um nach Hause zu fahren, schaue aus dem Fenster und sehe diese Bäume da hinten. Wow, wie geil! Jetzt habe ich alles nochmal schnell ausgeladen, bin hier rüber gerannt übers Feld, um dieses Foto hier zu machen. Wisst ihr, da stehe ich da drüben an dem anderen See da hinten 2 Stunden lang und mache so ein Naja-Bild und hier in 2 Minuten das Hammerfoto. Boah, ich bin gerade so... Gebt's euch mal, was hier los ist. 1 Sekunde, boom! Oh, das geht sogar ein bisschen länger noch. Oh, wie geil, ohne Filter, ohne alles. Einfach drauf, spiegelglatt. Boom, wow. Alles ohne Filter. 1 Sekunde und boom. Oh, ist das hier schön. Man sieht es echt gleich, diese einzelnen Bäume, was die ausmachen bei der Wasseroberfläche. Das ist einmalig, echt gut. Ich bin jetzt mehr als happy, weil ich das hier jetzt nicht erwartet hätte. Oh, das sind jetzt die Glücksgefühle, das ist die Belohnung, dass ich es einfach probiert habe, hier am Flughafen. Wow. neuer Spot, der wirklich schön ist. Wow, lasst euch von den Bildern verzaubern. Bye bye, jetzt endgültig. Bis bald, Freunde.